Ja, hallo und willkommen bei Gutzi Schrauber zu wieder mal einer neuen Folge, die die Welt nicht braucht. Nämlich heute geht es um einen, ja, ich denke mal, Elektronikfehler oder Sensorfehler meiner California 1400. Die hat seit ein paar Wochen die Eigenschaft, im Kaltlauf in den ersten, ja, ich sag mal, 2, 3, 4 Minuten kurz einen Zündaussetzer zu haben. Hat sie nur einmal und dann. Bis jetzt, während der kompletten Fahrt, egal wie lange die dauert, auch wenn es den ganzen Tag ist, tritt dieser Fehler nicht mehr auf. Bis jetzt war es zumindest so. Jetzt hatte ich aber schon zweimal den Fall, dass eine rote Warnlampe anging. Ihr kennt das ja, dieses Dreieck mit Rufezeichen drin. Und einmal war es sogar so, da ging das Ganze dann sogar in Notlaufmodus. Ihr kennt das vielleicht vom Auto noch, ne? Also nimmt kaum noch Gas an, Drehzahl ist begrenzt und so weiter. Ja, dann blieb ich natürlich stehen, habe die Zündung ausgemacht und ich weiß, bei der 1400 Kali ist es so, wenn ein temporärer Fehler auftritt, also ein Fehler, der nur einmal auftritt, dann kann man den oder dann wird der im Display gelöscht, wenn man so circa, ich glaube, 10 Mal die Zündung ausgemacht hat und wieder an. Wenn er bis dahin nicht aufgetreten ist oder nicht nochmal, dann wird auch im Display der Fehler gelöscht. War dann auch der Fall. Aber ihr kennt mich ja, sowas lasse ich natürlich nicht auf sich beruhen. Man weiß ja nicht, was hier wirklich für ein Fehler dahinter steht. Ob das jetzt schlimmer wird oder ob es nur eine Lappalie ist, vielleicht ist es auch nur eine Softwaregeschichte, weiß ich nicht. Ja, das ist das Thema dieses jetzigen oder heutigen Filmchens. Ich schließe hier mal meinen Laptop an und darauf ist ja das Programm GuzziDiag. Eine super Software übrigens, kann ich nur jedem Guzzi-Fahrer mit Elektronik im Fahrzeug empfehlen. Tja, und da möchte ich mal schauen, ob es da nicht trotzdem eine Möglichkeit gibt, hier den Fehler nochmal auszulesen. Ich gehe mal schon davon aus, dass er in der CPU schon noch hinterlegt ist und nicht gelöscht wurde, auch wenn man es hier im Display dann nicht mehr sieht. Ja, das sind jetzt also die aktuellen Werte dieser beiden TP-Sensoren. Das ist hier der blaue. Die beiden linken Werte und das ist hier also in Fahrtrichtung rechte und das ist hier der weiß markierte Sensor in Fahrtrichtung linke. Ich gehe jetzt aber mal in die Ansicht Fehlerspeicher. So, da steht jetzt noch nichts drin, den lese ich jetzt mal aus. Ah ja, Sensor Griffstellung Spur A, also der blau markierte, zu niedrig. Dann noch einen zweiten Fehler, der P0154, Gasgriffstellung Spur AB blau, ungültiges Signal. Das heißt, tatsächlich war da anscheinend mal ein Problem kurzzeitig mit diesem Gasgriffsensor. Gehen wir nochmal zurück, also den blau markierten, auf Messwerte. Spur A müsste der hier sein und Spur C eben, das ist der blau markierte. Ja gut, der liegt ein bisschen höher, aber die Fehlermeldung war ja zu niedrig. Ich gehe mal ganz langsam hoch, nicht dass hier irgendwo mal eine kurze Unterbrechung auftritt. Wahrscheinlich jetzt nicht, weil dieser Fehler trat ja immer nur sporadisch, sprich einmalig auf pro Fahrt, bis jetzt jedenfalls. Ja, ich gebe hier ganz leicht Gas, weil hier sehe ich jetzt gerade keinen Ausschlag. Ja, auch in der Anzeigevariante Diagramm, wo man eben auch die Stellung des TP-Sensors schön grafisch sehen kann, sieht man nichts, was springt. Ich gehe jetzt immer langsam so ins Vollgas, jetzt zum Beispiel, und wieder runter. Wenn da ein Problem wäre, ein generelles Problem, müsste man hier ja irgendwo einen Sprung sehen. Ist aber ja nicht der Fall, wie man sieht. Ja gut, es ist schon zumindest mal eine Fehlereingrenzung. Liegt also irgendwo an diesem Gassensor, also ein TP-Sensor. Das heißt, ich werde mir das mal anschauen. Vielleicht ist da auch nur irgendwo ein schlechter Kontakt an einer Steckverbindung. Es kann auch natürlich irgendwo mal ein Kabelbruch sein. Das ist aber alles unterm Tank.
Ja, ich schaue mir das mal an. Also Tank mal runter. Tja, das ist also das Corpus Delicti. Und wie ihr ja in einem früheren Filmchen von mir schon gesehen habt, ist es hier also eben doppelt ausgeführt. Im Fehlerspeicher wurde dieser Sensor hier erwähnt. Um mir das genauer anschauen zu können, muss ich das erstmal demontieren und dazu muss man diese beiden Schrauben hier lösen oben. Sonst kann man noch nicht mal diesen Stecker hier ziehen. Ihr seht, hier geht ein Rahmenrohr sehr knapp vorbei und da ist momentan gar nichts zu machen dran. Also werde ich das erstmal wegschrauben. Ja, wie erwartet, optisch ist hier erstmal nichts zu sehen. Ich mache hier mal diesen Stecker runter und schaue, ob da vielleicht irgendwo Feuchtigkeitseintritt zu erkennen ist. Das ist eine Verriegelung, die muss man erstmal rausmachen. So, jetzt. Und hier sieht man natürlich nichts, wenn ich hier reinschaue. Ich versuche mal mit der Kamera reinzuschauen. Also die Kontakte sehen noch gut und schön sauber und blank aus. Das ist ja das Erste, dass man sich da meistens immer anschaut, ob da irgendwo sichtbare Kontaktprobleme sind. Aber es schaut hier nicht so aus. Ist auch alles trocken, hier hat man keine Spuren von Feuchtigkeit und eben auch keine Spuren von Oxidation. Also ich denke mal, daran kann es nicht gelegen haben. Ja, was ich jetzt aber trotzdem mache, ist, ich sprühe hier mal ein bisschen Kontaktspray rein, wobei das hier ein Kontaktreiniger ist. Es gibt ja auch den klassischen Kontakt oder das klassische Kontaktspray. Da muss man sozusagen warnend mal erwähnen, wenn man sowas benutzt, dann sollte man das hier sparsam einsprühen, etwas einwirken lassen und möglichst mit Pressluft, mit Luft wieder rausblasen. Das klassische Kontaktspray hat nämlich einen relativ hohen Widerstandswert und wenn man das hier zu nass macht und wieder zusammensteckt, dann schüttet man das Kind mit dem Bade aus, also man verschlimmbessert das Ganze. Also bei klassischen Kontaktsprays einwirken lassen und mit Luft wieder wegblasen, dass hier so wenig wie möglich übrig bleibt zum Schluss, sonst macht man genau das Gegenteil, was man erreichen möchte. Aber das hier ist ein, ja, mehr oder weniger ein Kontaktreiniger, ein Tunerreiniger. Der verdunstet dann zu quasi 100% wieder. Aber auch hier werde ich mal mit der Luft nachblasen, damit hier sich keine Reste hier halten können da drin. Ja, wäre eine von mehreren Möglichkeiten, dass hier trotz alledem ein bisschen Verschmutzung reinkam. Obwohl das ja auch wasserdichte Stecker sind und von der Richtung her, wenn Wasser kommt, kommt es ja normalerweise von vorne und ja, da kann es eigentlich nicht eindringen. Naja doch, wenn man hier so sieht, die Hülse ist ja außenrum. Das heißt, es könnte hier schon Wasser nach hinten gedrückt werden durch den Luftdruck vom Fahrwind. Ja, nicht auszuschließen, auch wenn man jetzt hier optisch quasi nichts erkennt. Ja, was natürlich noch möglich wäre, ist hier Kabelbruch irgendwo da drin. Auch nicht auszuschließen. Ja, ich stecke das mal an, mache die Zündung nochmal an, schließe das Diagnoseprogramm nochmal an und bewege da mal die Kabel beim Gas geben, beim Langsamen. Vielleicht sehe ich da was. Nicht, dass hier irgendwo ja, eben ein gebrochenes Kabel da im Spiel ist. So, ich stecke das mal ohne Sicherung wieder drauf. Muss ja jetzt nicht sein. Ich gebe mal ein bisschen Gas und wackel dann am Kabel oder am Stecker und beobachte mal, ob sich da was verändert. So, ich habe jetzt so also circa 20% Gasstellung. Bewege mal diese Drähte. Also wenn da ein Wackler wäre, müsste man jetzt hier schon einen deutlichen Sprung sehen. Da passiert aber nichts. Also gehe ich mal zunächst davon aus, dass hier kein Kabelbruch im Spiel ist. Da müsste man schon deutlichere Ausschläge sehen. Diese leichte Änderung, die man hier sieht, das ist, weil ich den Gasgriff nicht exakt halte. Der rutscht manchmal so ein paar Zehntel hin oder her. Nee, also da sieht man jetzt im ersten Augenblick nichts. Scheint nichts zu sein hier.
Kabelbruch technisch. Ich gehe mal rechts auch nochmal vorsichtshalber oder links vielmehr in Fahrtrichtung. Ich bewege da auch mal die Drähte. Nee, also da wenn ein Kabelbruch wäre, würde man das hier sehen. Daran lag es also nicht. Tja, was kann man da also jetzt machen? Ich werde jetzt zunächst mal diese Fehlermeldung löschen. Ich weiß ja jetzt, welche das war. Also diesen Fehlerspeicher hier. P0150 und P0154. Ich habe irgendwo eine Liste, wenn ich mich nicht täusche, mit den Nummern hier, wo das nochmal genau beschrieben ist. Aber es steht ja hier als Text eh dahinter. Ungültiges Signal, also war da kurzzeitig mal irgendwo eine Unterbrechung, gehe ich mal davon aus. Ja, das ist das Erste, ich werde diesen Fehlerspeicher mal löschen. Dann kann man diesen TP-Sensor nochmal neu anlernen. Da muss ich mich mal durch die Menüs hier klicken. Das war's nicht, auf die Schnelle. Ja, ich weiß, da gibt es einen Modus, wo man diese Gasgriffstellung hier neu anlernen kann. Und das werde ich auch mal probieren. Mal sehen, ob es was hilft. Ja, und dann eben sämtliche Stecker, an die ich rankomme, hier von vorne beginnend bis zum Steuergerät, trennen und wieder neu verbinden und dann hoffen, dass das irgendwo diesen Fehler beseitigt. Weil, ja, mehr sehe ich hier auch nicht, dass dieser Sensor intern ein Problem hat. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ihr habt diesen Sensor ja gesehen, den ich zerlegt habe. Da ist keine Mechanik drin. Das sind ja magnetische Kennfelder, die hier ausgewertet werden. Also da kann aus meiner Sicht eigentlich nichts kaputt gehen. Ja, das ist das eine oder das Einzige, was mir hier momentan zu dieser Thematik hier einfällt. Ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch ja einen Tipp oder diesen Fehler oder so einen ähnlichen Fehler vielleicht auch von einem anderen Motorrad auch schon gehabt und schreibt es vielleicht oder schreibt seine Erfahrungen vielleicht in die Kommentare. Das wäre sehr nett. Ja, dann ziehe ich mal hier diesen Hauptstecker vom Steuergerät. Hier sind ja zwei Stecker verbaut, ein etwas kleinerer, ein etwas größerer. Müsste man hier für entriegeln und anziehen. Oh, dann kommt der vor. Sieht dann so aus. Und wenn ich mir das mal mit der Taschenlampe hier anschaue. Also hier ist in keinster Weise irgendwas Verschmutzungstechnisches oder irgendwelche Oxidationen zu sehen. Ich schaue jetzt da mal rein, da kann man hier ganz, ganz schlecht reinfilmen, leider. Sieht man nicht so, wenn es eingebaut ist, nicht so gut. Aber auch hier kein Ansatz von Schmutz oder Feuchtigkeit zu sehen. Deswegen stecke ich den jetzt wieder drauf. Bin vorsichtig. So, machen wir den mal runter. Ohne jetzt zu wissen, welche dieser beiden hier vorne mit dem TP-Sensor verbunden ist, müsste ich mal im Schaltplan nachschauen. Aber egal. Schadet ja nichts, wenn man da mal reinschaut. So, hier sieht es von hier aus genauso aus. Alles schön sauber. Und da kann man schlecht reinschauen, aber man sieht es, wenn man ganz nah hingeht. Nee, da ist definitiv nirgends Feuchtigkeit im Spiel. Ihr habt das vielleicht auch gehört, das hat auch schon geploppt, wie ich hier aufgemacht habe. Das heißt, das ist quasi luftdicht. So, müsste wieder passen. Ja, dazwischen gibt es eigentlich meines Wissens nichts Steckverbindungstechnisches. Das geht alles hier in den Hauptkabelbaum rein. Naja, dann bleibt mir vorerst mal nur übrig, diesen Fehler zu löschen. Und zu hoffen, dass er nicht wieder auftritt.
Es ist nichts Großartiges, das muss eine Kleinigkeit sein. Ja, das werde ich dann bei der nächsten Probefahrt sehen, ob dieser Fehler wieder auftritt. So, Tank ist wieder dran, wie man sieht. Und ich hoffe, dass ich diesen kleinen Fehler erwischt habe. Also es kann ja nichts Großes sein. Ihr habt gesehen, die Werte, da springt nichts. Auch grafisch sieht man nichts. Das ist wirklich nur ein Fehler, der gelegentlich auftritt. Naja, bei diesen Steckverbindern, das wäre vielleicht noch denkbar, dass da eine Kleinigkeit wäre, dass hier irgendwo ein schlechter Übergangswiderstand ist oder gewesen ist. Aber der müsste jetzt auch weg sein. Ja, ansonsten könnte ich mir das nur noch erklären, dass irgendwo im Steuergerät ein Fehler ist. Ich werde sehen. Ich mache jetzt eine Probefahrt und lese dann anschließend nochmal den Fehlerspeicher aus, ob dieser Fehler wieder aufgetreten ist. Bis jetzt ist er ja jedes Mal so die ersten 5 Minuten aufgetreten. Mal schauen, was die Dicke jetzt gerade mal macht demnächst. Ich warte noch ein bisschen, draußen ist es momentan noch ultra heiß. Aber dann werde ich mehr wissen und ja, ich werde euch natürlich berichten. Das ist also jetzt noch nicht der komplette Schluss dieses Filmchens. Nach der Probefahrt werde ich mich nochmal melden. Tja, und nach einer Fahrt von ca. 40 Kilometer jetzt schaue ich mir nochmal den Fehlerspeicher jetzt an. Tja, und wie man sieht, sieht man nichts. Sehr schön. Ja, der Fehler ist anscheinend tatsächlich jetzt verschwunden. Ja, das ist schön und auch wieder nicht, weil was das genau jetzt war, schlecht zu beurteilen. Wie ihr ja gesehen habt, im Fehlerspeicher ist jetzt auch nichts hinterlegt momentan. Ich wollte das nochmal auslesen, weil es könnte ja sein, dass man so kleine Störungen mal nicht merkt oder übersieht. Aber da ist tatsächlich jetzt nichts passiert bei dieser Fahrt. Ja, freue mich natürlich momentan, auch wenn ich ja auch euch nicht zeigen konnte, was es jetzt konkret war. Naja, sei es drum, es scheint momentan zu funktionieren. Auch wenn die Erfahrung lehrt, dass man sich nicht zu früh freuen soll. Aber wir werden sehen die nächste Zeit. Ja, das war's schon wieder zum Thema Fehlersuche an der California 1400. Ja, noch ein kleiner Hinweis zum Schluss, den wäre ich jetzt ganz gerne losgeworden. Nämlich bezüglich der Tatra Guzzi. Die hat nämlich jetzt tatsächlich Straßenzulassung. Und ich verspreche euch, wir werden da einen kleinen Film drüber drehen. Und da seht ihr die dann auch länger fahren, nicht nur ein paar Mal hin und her auf einem abgesperrten Parkplatz, sondern richtig echte Fahrszenen. Und ich freue mich schon drauf. Ich habe mit dem Alfred, dem Erbauer dieser Maschine, schon gesprochen. Wir werden die nächsten 2-3 Wochen, werden wir uns mal was überlegen drüber. Freut mich sehr für den Alfred, dass er für dieses Einzelstück, ich glaube, das gibt es nur einmal auf der ganzen Welt, tatsächlich die Straßenzulassung bekommen hat. Dann jetzt wirklich Schluss mit diesem Teil. Bis demnächst vielleicht. Würde mich freuen. Ciao.